Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid zur neuen Folge Crusader Kings 3. Unsere Vasallen tun ja schon fleißig Krieg führen hier gegen die Bretagne. Unsere zwei Herzöge kämpfen gegen die Bretagne und das sieht gut aus. Vergrößern für uns das Reich. Sehr schön. Ich habe auch gesehen, ich habe einen schönen Kriegsgrund hier gegen Aquatien. Und zwar hier unten das ganze Stück. Ist das nicht herrlich? Das werden wir dann gleich mal machen. Und da habe ich hier drüben gesehen, hier sind irgendwie die Muslime reingekommen. Keine Ahnung, wie die das hingekommen haben, aber lange wird das wohl nicht halten, wie es scheint. Schauen wir mal. Und hier drüben hat auch die Walachei ein bisschen kaputt gemacht. Und hier ist auch ein bisschen Kreuzritter England drin. Eieiei, das ist wieder ein Kuddelmuddel hier. Vom Feinsten. Ansonsten sieht überall recht normal aus, würde ich sagen. Innen ist ein bisschen Chaos, wie immer. Okay, was ist das hier? Sultanat, okay. Gut, da würde ich mal sagen, wie schaut es bei den Fraktionen aus? Da haben wir noch ein paar Gefangene. In den Titel aberkennen, ne? Machen wir das noch schnell. Die kann gerne im Kerker bleiben, oder? Wir nehmen ihr Geld weg. So. Bei dir könnte ich dir auch den Titel aberkennen. Von Baronin gilt nicht als Tyrannei. Okay, aber ich glaube mal, können Lösegeld fordern, nur 30. Naja, gut. Machen wir das mal schnell. So. Gut. Wer bist du? Wo hast du Ärger gemacht? Hier oben. Ich auch den Titel aber kennen? Nee, es macht Tyrannei, das wollen wir ja nicht, ne? Hier legen wir mal in den Kerker. Denn wer böse ist, kommt in den Kerker. Ganz einfach. Oh, die haben gerade Krieg, ne? Die Schultern. Machen wir auch nicht. 50 Gold. Das nehme ich gerne. So, ich hoffe, das war denen allen eine Lehre. So, jetzt haben wir eine Provinz wieder zu viel. Wo denn? Hey, es fühlt sich stark hier oben, die Leute. Das ist nicht gut. Da müssen wir noch verbessern. Fraktionen. Haben wir da irgendwas? Naja. Geht so, ne? Hoffe ich. 1, 2, 3, 4, 5. Irgendwas verpasst? Da habe ich einen zu viel. Spiel verwirrt. War angeblich eine zu viel. Siehst gar nicht. Bist denn du? Ja, gib her. So, ach so, Krieg wollte ich führen, ne? Da war ja was. So. Krieg erklären. Ansprüche von, wer bist du überhaupt? Die Cousine von uns, sehr gut.
Weit unterlegen mit 2000 Truppen, ja, das glaube ich aber auch. Die wird dann nämlich unser Vasall. So, los geht's. Kommt überhaupt noch mit in den Krieg? Ah, Friesland. Habt ihr überhaupt Geld? Nee, die haben kein Geld. Okay. Das ist gut. Wir besetzen. Und die gehen mal da hoch, würde ich sagen, oder? Kommen wir da rein? Ja. Machen wir das so. Ich glaube, die können mir eh nichts entgegensetzen. Können Lösegeld bringen. So, wir können die Bande ändern. Schauen wir es mal. So. Gucken wir mal. Schlappen uns erstmal die Hauptstadt, würde ich sagen. Was ist denn das hier? Irgendwelche Plünderer. Sorry. Ah. Die muss ich offenbar vergeben. Okay, machen wir das mal schnell. Hier vielleicht? Das ist holländisch. Könnte es dir noch geben? Einen Titel anerkennen? Ich möchte einen geben. Den da. Behalten wir den. Oh. Stich, richtig. Ach, hier oben machen wir noch welche. Hä? Hätte ich lieber die vergeben. Ah. Die habe ich ja da lieber sehen. Okay. Das ist jetzt natürlich ein bisschen doof. Zieht euch mal. Oh, kommen wir gar nicht hin. Geh mal dahin. Ist mir auch recht. So, schauen wir mal. Nasche Unglaube. Nö, nö, nö. Na komm. Machine. Danke. 39%. Sieht doch super. Wir müssen da runter, ne? Das ist natürlich ein bisschen unpraktisch. Wir müssen sie einmal durchbelagern am besten. Dann gucken wir mal. So, was ist denn hier oben? Auch schwer am Verlieren, ha? Huh? Okay. Jetzt hier wird das hier oben abgegeben, ey. Naja. Wäre wohl gescheiter gewesen. Aber nun gut. Was bist denn du? Wie von Brücke. Okay. Gläubig. So, wie schaut es denn eigentlich hier mit meinem Ränkespiel aus? Na, wird langsam.
So langsam, aber unsicher. Sieht ja gar keine gestrichene Linie, ne? Das ist ja voll blöd. Was? Liebesding, Liebeserklärung? Der Nierigal mit den Eildamen des Hofes durch den Garten, als mein Erzbischof Arnold daherkommt, strete beiseite, um ihm vorbeizuhören. Doch zu meinen großen Überraschungen versperrt er mir den Weg und blieb von mir Miete. Bevor ich diesen ansatzweise verarbeiten kann, fängt Arnold an zu singen. Zu meinen Entsetzen trifft der Mann von mir keinen einzigen Ton. Er dauert eine Weile, bis das Lied eine berühmte französische Liebesballade erkenne. Er hat meinen Namen und Beschreibung meines Erscheinungsbildes in den Text integriert, was den Rhythmus noch zusätzlich zerstört. Wer bist du? Herkommen. Der lebt keusch, ne? Und ist schüchtern. Manipulation. Als es das erste Mal passiert, dachte ich, komme darüber nach, aber mein Vasall Bürgermeister wird immer kühner. Sein Hausordnung bleibt nicht mehr unbemerkt bei meinen Vasallen. Er lotet meine Grenzen aus. Die anderen werden es ihm gleich tun, so ich nicht einen Schwachpunkt angreife. Und alle Schuhe in die Probleme schieben? Auch mal. Bin da eh erpressen, ne? So. Ist hier unten aus? Sind wir noch dabei? So. Einkehren. Titel aberkennen. Wenn du Ärger machst, ne? Ziehst du einfach den Titel. Fertig. Wenn er unbedingt Ärger will, dann soll er den bekommen. So, was haben wir hier noch Schönes? Ein Bündnis aushandeln. Die etwa den Titel? Tatsächlich. Nee. Brust wird erwachsen, sehr gut. So, mal jetzt zumachen. Also wir müssten noch. Ach, wir tun gerade verbessern, okay. Oh, mir kommt es bloß. Ich bin begeistert. So, das nächste besetzt. Muss ich mal kurz reinschauen. Mal weiter reinschleichen. Hoffen nur, dass hier nicht irgendjemand auf dumme Ideen kommt. Was ich noch machen könnte, kann ich mir einen Ablass holen? Könnte ich. Nehmen wir die Eigenschaft Ehewäsche. Möchte ich das? Ja, komm, machen wir mal. Haben wir schön Buße getan. Mögen uns unsere Vasallen auch wieder ein bisschen mehr. Eheliche Anstellung. Mein Gemahl beschwert sich wieder einmal darüber, dass ihm jemand beim Hof nicht den gebührenden Respekt zeigt. Dies ist es offenbar über dein. Das Auslösen seines Grolls. Er bittet nun darum, ein dagegen zu unternehmen. Ja, wegen mir. Kümmern wir uns mal drum.
Mag er uns jetzt nicht so wirklich. Ah, du bist fertig. Sehr gut. Wir mal die Kontrolle verbessern. Ah, da sind wir auch durch. Sehr gut. Groß und starr. Ich weiß nicht, in der meine Tochter von Gurt angeschlagen ist, hat sie endlich einen Würgegriff entlassen. Ich bin so erleichtert, dass Marguerite und anderen Kinder Umhertrugen sehe. Tschüss, tschüss. So, damit belagert. Nein, die trägen aus dem Krieg aus. Oh. Moment. Was? Das ist geerbt? Tatsächlich. Oh, unser Hofarzt ist weg. Hoppala. Ich glaube, ich wurde im Falschen ausgeschmissen, ne? Du hast einen Anspruch auf ein Herzogtum? Welches denn? Ist hier unten? Ja, komm mal her. Du hast in Asturien? Nochmal kommen. Guck, ein paar Leute an meinen Hof. Das passt schon. Haben wir noch jemanden, den wir als Arzt nehmen können? Dich vielleicht? Ja. Den ist so. Wir suchen mal einen. Suchen wir mal. Dann finden wir schon. So, wen haben wir denn so? Oh, ein Arzt. Was ist dit? Nicht geplant. Nehmen wir den Humbert. Ja, mit dir. Danke. So, wir können heiraten. Danke dafür. Das ist ein bisschen verschuldet. Wie ist das passiert? Eieiei. Geht aber nicht. Geld. Neuer Geld. Der Rivale bleibt da, wo er ist. Und gleich wieder aus dem Plus. Aus dem Minus. Nicht aus dem Plus. Wir kommen ins Plus. So rum. Können wir mit denen eigentlich auch runterlaufen? Ne? Hier oben kommt ja dann nichts mehr. Normalerweise. Ja, wir haben einen Krieg mit den Emira, das ist gut. Hm. Ja, guck mal hierher. So, was ist hier los? Wie geht es so schlecht vorwärts? Festungsstufe ist so hoch. Auch ei. Ich habe mein ganzes Gold ausgegeben. Ja, ja. Setz mal schön weiter fort, liebes Töchterlein. Das dauert echt lange, ja. Ja, ja, ja. Na gut. Dass Aquatin jetzt hier oben auch ist, ne? Das ist ja schon bescheuert. Muss ich schon mal sagen. Was macht mich nie. Dauert wohl noch ein bisschen. Hm.
Bisschen sündig, ja, leider. Oh, Verzug. Sehr schön. So, jetzt haben wir das Geschenk-Dingens. Ach, da fällt mir gerade was ein. Wir haben schon auf heimische Angelegenheiten. Okay. Wer bist du überhaupt? Man weiß es nicht. Hier einen besseren? Ich könnte mal. Ich hab berissen. Machen wir das doch mal kurz. Du meinst dich zu beißen, hm? So, mal kurz hier reinschauen. Was? Jetzt schon wieder hier. Mein Arzt. Nein, vergiss es. Schon wieder geistiger Zusammenbruch. Schlimm, schlimm. Euer voll. Ich heb mal lieber einen, ha? Komplette stören. So. Und hier weiter Beziehung verbessern. So. So, was haben wir denn mit dir? Du bist ein Mörder. So, so. Du erbst dann. Diese Vasallenbanden ändern? Ja, die sind schon okay. Dann lassen wir das hier mal so. Oh. Oh. Noch besser. Da. Ja, ein Stück größer. So gefällt mir das. Jetzt haben wir einen Gefallen, ne? Direkt den Titel hat erkennen. So. Ein Festmahl, ja. Her damit. Kuppe, glaube ich, mal ganz gut gebrauchen. Das sind die Gespräche, ja, gerne. Oh, hier. Ding ist ja fast weg, hm? Wird jetzt eigentlich Königreich Britannien gegründet? Nee, ne? Weil ich dies noch hat, okay. Dann geht's nicht. Ich will den Krieg erklären. Jetzt leider die Punkte. Unabhängig? Nee, Moment, Moment. Mit einem Vasall von uns. Könnten wir uns hier den Rest der Bretagne noch einverleiben. Haben wir denn sonst noch Kriegsgründe? Asturien zum Beispiel. Nur eine, das ist nicht so toll. Das hier? Nee. Provence vielleicht? Ein Exkommunikationskrieg? Was passiert denn da? Wird abgesetzt und dann? Ist exkommuniziert, wo steht denn das? Ah, hier. Mhm. Habe ich was davon? Ist sie wirklich, ne? Nicht so wirklich. Bin ich angreifen, ich will nur gucken. Aha.
Wir hatten jetzt ja den Herzogsturm gefunden, ne, glaube ich. Ja, genau. Sehr schön. Genau, das war das hier unten. Die zwei Provinzen. Aber wir haben gerade noch ein Bündnis, glaube ich, oder? Ja. Okay, da können wir das noch nicht machen. Ja, Bretagne können wir uns holen eigentlich. Oh, wenn da passiert. Ui. Ui, ui, ui. Okay. Interessant. Lala. Will jemand verheiraten mit uns zufällig? Ne. Schade. Ich hoffe, der hat keine Ansprüche auf uns. Sieht nicht so aus. Okay. Gut. Glück gehabt. Ja, würde ich sagen, Königreich Britannia als nächstes. Aber das machen wir dann beim nächsten Mal, würde ich sagen. Jetzt mache ich erstmal wieder Schluss heute. Ich danke fürs Zuschauen. Gerne ein Like da lassen. Würde ich mich sehr freuen. Ansonsten auch gerne ein Abo, wenn ihr nicht habt. Damit nehme ich viele nicht. Also bis dahin. Ciao, ciao.